Hi, neues Hausbau-Update. Beim letzten Mal, da haben wir ja gesehen, dass der Paul hier schon angefangen hat, bei der Garage Bitumen aufzustreichen, hier innenseitig von den Kalksandstein. Damit ist er an der Stelle auf jeden Fall komplett durch. Hier natürlich auf der Seite auch, haben wir wahrscheinlich auch schon gesehen gehabt. Und dementsprechend selbstverständlich auch die ganze Seite hat er jetzt einmal komplett fertig gemacht. Können wir einmal hingehen. Ist relativ unspektakulär. Genau. Und das letzte Endstück hier hat er an der Stelle auch fertig gemacht. Sonst ist hier erstmal nicht mehr wirklich was passiert. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal dementsprechend wieder. So, jetzt sind sie an der Stelle gerade dabei, Beton anzumischen. Kann ja mal gucken, wie weit die an der Stelle gekommen sind. Ich war gerade eben noch beim Altbau, wo ich jetzt die Schlüsselübergabe hatte. Da wird auf jeden Fall auch ein Video kommen. Das Haus von 1963. Und genau hier ist auf jeden Fall auch der zum Einsatz, hier um das Beton zu rütteln am Ende. Ah, hier sehen wir tatsächlich, dass sie hier, wo die Eisenverstrebungen drin gewesen sind, schon Beton gegossen haben. Genau hier machen sie erstmal voll, glatt streichen. So sieht das Ganze aus. Und jetzt werde ich weiterhelfen mit der Schubkarre, mit Eimern gegebenenfalls, hier am Ende das mit dem Beton fertig zu machen. So, bisschen Zement, bisschen Sand, bisschen auch noch vom Bauschutt. Muss ja auch weg, sind ja Mineralien, ist ja kein Problem. Und gerade eben noch hatte ich meinen Vater ein bisschen abgelöst, aber während ich hier mit der Kamera rumlaufe, kann ich ja nicht arbeiten. Deswegen. Ja, Martin. Okay, jetzt haben wir es auch schon einen Tag später. Gleich können wir auch noch darauf zu sprechen kommen, dass die Küchenplanung ein bisschen fortgeschritten ist. Ich habe da ein paar Bilder erhalten und so weiter. Auf jeden Fall einfach reingeschüttet hier, so weit bis nach oben. Dann mit dem Rührer gerührt oder wie das Ding heißt, damit Luftblasen nach oben steigen, das verdichtet wird und so weiter, in alle Zwischenräume gelangt. Hier an der Stelle wird einfach gepflastert und hier kommt nochmal Beton und dann die Wände. Und hier, wie gesagt, genauso. Nur hier wird ein bisschen was. Na, werden wir mal schauen, wie das da gepflastert wird. Bin ich auch schon wieder gespannt drauf. Okay, dann sind wir hier wieder bei der Garage. Jetzt ist hier noch was passiert. Und zwar wurde hier Eisen reingelegt. Zwei Streben erstmal. Geht auch ums Eck. Bei Überlappungen natürlich zwei Stück, damit es sich so überlappt. Und dann hat er hier zwei jeweils hingelegt. Hier ist er auch nochmal an der Stelle reingegangen mit zwei Eisenstreben. Hier geht es weiter. Also führt sich einmal so komplett fort. Genau. Und hier an der Stelle kommt wahrscheinlich noch am Ende ein bisschen was rein. Da hat er den Knick auf der anderen Seite jetzt nicht mitgenommen. Des Weiteren sehen wir hier oben, dass der Absperrband hingelegt wurde, mit Ziegelstein beschwert. Ah, eventuell sogar geklebt, weiß ich jetzt nicht, aber ich sehe da,
trieft es ein bisschen schwarze Tröpfchen raus. Bei den Innenwänden hat er das soweit auch schon gemacht. Das sieht gut aus. Hier bei den Innenwänden auch ausgerollt. Das sieht gut aus. Können wir uns irgendwann mal eventuell von oben nochmal anschauen. Ich habe gehört, morgen kommt das nochmal die Mitarbeiter, die hier das mit dem Wasser gemacht haben. Dann werden sie das bestimmt schön zumachen, nach oben ausführen. An sich die Wasseruhr, die ist ja schon dran. Der Wasserhahn auch. Hier können wir beispielsweise drehen. Und dann kommt doch schon Wasser raus. Und so können wir das wieder zumachen. Das ist eine ganz gute Geschichte. Und jetzt nochmal hier an der Stelle bezüglich der Küche. Da habe ich ein bisschen was auf dem Handy. Schauen wir uns mal eben an. So, machen wir das mal hier von der Perspektive zum Garten hin. Da sehen wir einmal, dass schon ein paar Bilder auf jeden Fall raus sind. Da hat sie mir diverse Bilder geschickt. Da sehen wir beispielsweise, dass da übelst viele Schränke beispielsweise sind. Oben, dann hier so eine Holzrückplatte. Hier hat er was Schwarzes hingemacht, da meinte sie, kommt am Ende Thermomix hin. Auf jeden Fall wird es hier eine Kochplatte und ein bisschen Arbeitsfeld. Genau das hier, wenn ich jetzt drehe, naja, hier ist die Tür zum Hauswirtschaftsraum. Ja, wenn ich drehe, ist ein bisschen blöd jetzt vom Foto her. Auf jeden Fall geht es hier zum Hauswirtschaftsraum. Hier haben sie Schränke, Mikrowelle, Backofen, Kombi und so weiter. Hier sieht man das nochmal von nahem in Hochkant. Und hier das letzte Bild ist nochmal die ganze Küchenzeile an der Stelle. Und dann bezüglich Thermomix, da muss ja Steckdosen eingearbeitet werden und so weiter. Da wird mein Thermomix stehen, sagt sie, Hochglanz mit Eiche, Holz. Da hat sie gesagt, wegen der Steckdosen und so weiter, hat mir auch Bilder geschickt gehabt. Die habe ich jetzt nicht mehr drauf. Aber ich habe auch auf jeden Fall gesagt, dass diese Dose auf jeden Fall so vom Look, wenn man das in dem Holz bekäme, wie die Platte am Ende ist, dann wäre das eine schöne Alternative, das einzuarbeiten mit Hohlwanddosen. Und das fällt doch nicht so stark auf und so weiter. Deswegen, hier hat sie geschickt, weil das finde ich richtig beschissen irgendwie. Ist bestimmt doch China-Schrott, so eine Dose. Und viel zu auffällig, sowas irgendwie hinzumachen. So, das war es an der Stelle erstmal vom Hausbau-Update. Ich habe nebenher noch ein paar andere Projekte, wo ich euch auf jeden Fall noch am Laufen halte. Wenn die Betondecke jetzt kommt, ich sag mal Anfang November oder wann das der Fall sein wird, werde ich gucken, dass ich so schnell wie möglich auch noch hier arbeite, Unterputzdosen einarbeite und so weiter. Also nicht einarbeiten, sondern tatsächlich die Unterputzdosen, die Bohrlöcher erstmal bohren und die Schlitze zu fräsen und so weiter. Ja, werden wir auf jeden Fall sehen. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.